Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zu WWE 2K14. Es geht weiter mit den 30 Years of WrestleMania Matches. Wir sind gestartet mit 10 Matches bei Hulkamania Runs Wild, 3 weniger dann in Kapitel 2 bei The New Generation und jetzt gibt's wieder 3 Matches weniger bei The Attitude Era in Kapitel 3. Ja, schade, dass es wieder 3 Matches weniger sind. Die Attitude Era ist eigentlich ziemlich cool, so ziemlich die coolste Ära überhaupt. Ich hoffe mal, dass die Ruthless Aggression Era in Kapitel 4 nicht nochmal 3 Matches weniger bekommt, das wäre dann nur noch 1. Naja, egal. Die 4 Matches in der Attitude Era, Kapitel 3 im 30 Years of WrestleMania Mode. Anfangen tun wir mal wieder mit dem Undertaker. Der muss ja auch ein paar Matches bekommen, immerhin geht's hier um WrestleMania. Und zwar Undertaker gegen Kane. Perfekt. So, das war bei WrestleMania 14. Es geht also nahtlos weiter. Die New Generation hat ja mit WrestleMania 13 aufgehört. Dann kommen wir natürlich zu WrestleMania 15. Da kann es nur ein Match geben, nämlich Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Eine der geilsten Fäden überhaupt und auch ein super geiles Match. Das war nämlich ein Hardcore-Match und ein, ja, hartes Hardcore-Match. Das wird man auch spielen. Und danach kommt logischerweise WrestleMania 16. Wieder mit The Rock, aber ohne Stone Cold. Dafür mit drei anderen, nämlich Triple H, Mick Foley und dem Big Show. Den sieht man zwar auf dem Bild ja nicht, aber der wird auch drin sein. Ein Fatal 4-Way Match. Triple H war damals der Hardcore-Champion. Ja, ein Match bleibt noch bei WrestleMania 17. Und ein Match, das wir quasi schon hatten. Nämlich wieder The Rock gegen Stone Cold Steve Austin. Diesmal bei WrestleMania 17. Diesmal kein Hardcore-Match. Das macht dem Ganzen allerdings, ja, ist eigentlich scheißegal, denn das Match war so auch saugeil. Auch wenn es kein Hardcore-Match war. Also ich freue mich dann extrem auf diese 4 Matches. Und hoffe, dass die Ruthless Aggression Era ein paar mehr Matches bekommt als die Attitude Era. Das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann stelle ich euch die Matches der Ruthless Aggression Era vor. Sehr wahrscheinlich, weil das wird bestimmt morgen veröffentlicht. Egal. Bis dann, bleibt dran und tschüss.